damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play die Sims 3 mit mir, den Thomas. Ja, wie man auch schon sieht, ist der Sherlock etwas angespannt, da die Hütte etwas dreckig ist, was mir auch gerade erst aufgefallen ist. Und wie man auch schon sieht, werde ich das gleich alles säubern und mir zum allerersten Mal die Zähne putzen. Oh je, Mini, ey, seine Zähne müssten bestimmt schon sehr vergammelt sein. Und gleich werden wir auch schon die Hausparty starten, da ja Freitag ist, er hat Wochenende und muss morgen nicht arbeiten gehen. Wie man ja in der Karriere sehen kann, nur von montags bis freitags und am Wochenende hat er frei. Ja, komm, putz hier ein bisschen schneller die Zähne und er wird wie immer gleich Macaroni mit Käse essen. Nein, Digga, essen. Hat er gerade überhaupt gegessen? Nein. Ja, toll. Hat er sich umsonst Macaroni mit Käse gemacht. Junge, 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 Junge. Frischer Atem. Sims lieben die Gesellschaft von Sims mit frischem Atem. Mundgeruch ist ein echter Abtörner. Oh ja. Okay. Das säuberst du. Reste, ja. Macaroni mit Käse essen. Schon mal daran gedacht, wenn man kocht, dann isst man das auch, was man gekocht hat und lässt es nicht stehen. Und dann, wo ist hier der Taschenrechner, der aussieht wie ein Handy? Da ist es ja. Und dann werden wir auch schon Telefonsturm schalten. Ich habe noch nie einen Anruf bekommen. Klingelton ändern, umziehen, Arbeit, hier. Party auswärts veranstalten. Party veranstalten. Das für Terry. Ich wollte sagen, wir gönnen uns auch gleich mal eine Stereoanlage. Das gehört ja zu einer guten Party dazu. Fette Mucke, ich schür. Ja, komm, ist ein bisschen schneller. Und das spülst du jetzt. Wehe, du spülst das. Ja, feiner Junge, feiner Junge. Ja, wo sollst du... Wo ist es denn dreckig, Digga? Wo? Ich sehe es nicht. Abendessen servieren. Abendessen, Macaroni. Klebrige Carbonara. Oh. Einweihungsparty. Ja, machen wir das mal. Ja, 21 Uhr. Kleiderordnung. Ungezwungene Kleidung, formelle Kleidung, Badekleidung. Badekleidung. Laden wir den ein. Teenager. Erwachsene, junge Erwachsene, 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 junge Erwachsene. Rüber. Boah, ich habe wenig Kontakte, egal. Eine Party zu 6, naja, zu 7 mit mir. Ist ja eigentlich auch relativ in Ordnung, schätze ich mal. So. Geht doch alle? Ja, Freunde und Nachbar, Kollegen. Ich habe keine Kollegen. Das ist traurig, das ist echt traurig. Okay, dann würde ich auch mal sagen, wir starten auch schon die Party. Nach Beziehungen sortieren, nein, ja. Die Party beginnt um 21 Uhr, annehmen. Die Party von Sherlock geht bald los. Vielleicht sollst du langsam mal etwas vorbereiten. Ja, was braucht man alles für eine Party? Gucken wir jetzt erstmal im Kaufmodus. Ich habe schon wieder, upsi, $1200 und damit kann man sich eine schöne Stereoanlage leisten. Küche, nein, Badezimmer, nein, Schlafzimmer, nein, Wohnzimmer würde ich mal sagen, Audio. Kann ich mir sogar leisten. Zum Ja, komm, gönnen wir uns so. Alter, ist das Ding groß. Das ist richtig heavy, wie groß das Ding ist. Das stellen wir aber um. Das passt mir da nicht. Wo stellen wir das am besten hin? Ja, komm, einfach hier. Meine Hütte ist sowieso so klein. Fernseher, kann ich mir bald einen großen gönnen? Ja, natürlich. 8000 kostet der. Ja. Da muss ich ja noch befördert werden, okay. Was für Vorbereitungen kann man in Sims noch für Partys treffen? Ich weiß es nicht. Was macht er jetzt? Säubern schon wieder? Okay, wenigstens säubert das jetzt. Vor der Party säubern wir erstmal ein bisschen, damit diese schlechte Laune hier vergeht. Bett machen. Das kann ja wohl kaum säubern. Die Dusche. Kann man auch nicht säubern. Hier ein bisschen drehen. Nee. Das kannst du auch nicht säubern. Und die Toilette habe ich gesäubert. Hallo und willkommen zurück. Ja, immer wenn ich Let's Plays mache, werde ich von meinen Eltern gestört. Aber wenn ich nichts mache, dann wunderbare Party veranstalten. Das nehmen wir mal. Okay. Immer wenn ich Let's Plays mache, dann kommen die. Das ist echt... Oh, ich würde so sagen, langsam beginnt die Party, die Einweihungsparty zu meinem Haus. Was ist das für ein Auto? Gel. Gehen wir mal zu meinem Sim. Und machen vielleicht mal die Tür auf. Nein, nicht aufheben. Festlegen. Kann man die auch irgendwie begrüßen, meine Gäste? Mira findet, dass Sherlock okay ist. Ja, das ist heavy. Digga. Boah, habe ich hier viele Zeitungen. Soll ich mal wegräumen? Wer hat die eingeladen, Mann? Eiskalt gehen die von alleine rein. Ja, wo bin ich denn?
Mein Zimmer anzeigen. Da bin ich ja. Ja, ich bin auch in der Badebekleidung. Und die fette Mucke beginnt schon mal. Es ist noch keine 9 Uhr, aber alle sind anscheinend früher da. Sind auch alle da? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, das ist fette Mucke, ne? Kann man da was anderes machen? Das hört sich ja kacke an, ne? Trainieren, ja, Lautstärke ändern. Das machen wir. Na, ist schon laut. Umschalten auf. Classic, Latin, Kinder, Elektro, Pop, Indie, Elektro. Besser als die Mucke. Was macht der da jetzt? Nein, doch. Oh, dahin gehen, Mann. Ist jetzt müde. Ah, oh, je, bin je. Fantastische Party. Party plus Party Löwe ist gleich fantastische Party. Genießt Musik. Diesen Beat kann man einfach nur genießen. Wegen der Stereoanlage. Das ist heavy. Okay, so eine öde Party habe ich noch nie gesehen, aber. Digga, säuber das mal während der Party. Ach, da können wir uns ja mal schon mal drum kümmern, um andere kennenzulernen. Hier. Blair Wayne Ward. Digga, räumt das mal weg. Hier. Gemein, alle bitten zu gehen. Barsch begrüßen, bitten zu gehen. Freundschaftlich begrüßen. Freundschaftlich begrüßen. Nein! Scheiße. Freundschaftlich. Ah, den kenne ich schon. Freundschaftlich begrüßen. Ja. Okay. Er kriegt jetzt Plus und sein Soziales steigt. Das ist heavy, dass es wieder so hoch ist. Und mein Sim sollte bald schlafen gehen. Es ist ja schon 10 Uhr und die Party läuft ja erst seit einer Stunde. Anscheinend amüsieren sie sich relativ gut. Anscheinend aber nur. Mira hält Sherlock für lustig. Ja, das ist heavy. Das ist echt heavy. Freundschaftlich begrüßen. Das ist so eine hipster Minecraft-Duolo-Swag-Key, die Party, ey, jetzt mal ohne Mist. Sein Ernst? Zusammen tanzen, ja, das ist heavy. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Wirklich? Komm auch noch begrüßen. Freundschaftlich begrüßen. Gehen wir eher wieder in die erste Etage, wo die Party richtig zur Sache geht. Eigentlich nicht, aber ja, was soll's. Ich hätte noch O-Saft besorgen sollen. Wie in Sims 2, da habe ich auch alle mit O-Saft abgefüllt. Ja, beziehungsweise mit, Blair findet das Sherlock okay. Beziehungsweise mit, Fruchtsaft, genau. Ja, das ist ja wie die dancen hier völlig ab. Komm, tanzen wir ein bisschen. Oh, yes. Du nennst das eine Party, ich mach die, ich fliege. Junge, dich mag ich nicht mehr. Das ist eine Party, eine möchte gern Party, Mann. Oh yes. Ja, die anderen amüsieren sich relativ gut. Komm, freundlich. Über Familie reden, über Arbeit diskutieren, plaudern. Mit kennenlernen vielleicht. Zusammen tanzen, das machen wir mal. Okay, ich hätte lieber irgendeine Kleidung machen sollen. Die jetzige sieht einfach nur kacke aus. Was ist das? Pizza bestellen. Pizza ist lecker und als Sim möchte die Gaumenfreuden einer heißen, frisch gelieferten Pizza genießen. Greife zum Hörer. Ja, klar, können wir machen. Wo ist mein Mobile Phone? Inventar. Klingelton erinnern. Umziehen. Arbeit. Dienste anrufen. Hä? Ja, Dienste anrufen, schätze ich mal, dass man da die Dings bestellen kann. Und mein Zimmer hat relativ gute Laune, aber er ist schläfrig. Wird unterhalten, ja, das ist heavy, das ist echt heavy. Oh yes. Schon 0 Uhr, kommt hier eigentlich auch die Polizei? Ja, Digga, hau ab. Kommt hier eigentlich auch die Polizei, wenn, ja. Digga, jetzt verschwindet die auch noch. Ist der an? Okay, Pizza-Service. Gönnen wir uns einfach mal. Anrufen. Und jetzt ist, ja, es gibt zahlreiche Dienste, ja, nie. Hey, nette Party, leider muss ich jetzt gehen, yo. Ich muss gehen, die Party war nett. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und der ältere Herr nennt diese Party immer Heavy. Das ist Heavy. Danke für deine Bestellung, wir werden die Pizza so schnell wie möglich liefern, ja, das ist geil. Und ich würde schon sagen, das war's mit der Party. Digga, die war echt toll. Tolle Party, wohl eher das Gegenteil. Ich bin weg. Ja, komm, so gemein muss man jetzt auch nicht sein.
Handwerker anrufen? Was ist jetzt passiert, Mann? Als ob mein Fernseher kaputt ist. Die Party von Sherlock geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Allerdings beschweren sich die Gäste jetzt schon über die Gastgeberfähigkeit von Sherlock. Ja, also ich war noch nie... Was? Digga, du hast eine Pizza bestellt, Mann. Ach, egal. Ist mir auch egal. Hä, wieso ist der Wunsch von der Pizza... Ach, der war schon, vielleicht mal ausschalten. Wenigstens kann Sherlock sich jetzt ausruhen. Handwerker anrufen. Ach, verdammt. Pizza annehmen, Mann. Pizza annehmen. Gibt's eine Strafe oder lässt er die Pizza einfach liegen? Gibt's eigentlich schon wieder eine Rechnung? Und wer ist das denn um diese Uhrzeit? Ach, das ist der... Tuesday Sears. Wer ist das? Ein Handwerker? Die Handwerker kommen wohl kaum um 2 Uhr morgens. Ey, Digga, ich will die Pizza haben, Mann. Qualität lecker. Ja, super, Sherlock. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ja, komm. Dann lassen hier noch den Müll liegen, ey. Reste wegstellen. Teller nehmen, aufräumen. Pizza, ja, ein bisschen zu spät, Sherlock. Ein bisschen zu spät. Man kann so richtig geile Streiche spielen mit der Pizza. 7 Sekunden. Langweilige Party gegeben. Ja, alles erledigt. Es macht dann $30. Ja, kriegst du ruhig. Und du gehst gleich schlafen, wenn du die Reste hier weggestellt hast. Aufräumen. 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 Okay, und dann gehst du weiter schlafen. Spulen wir mal ein bisschen vor, weil das jetzt relativ langweilig war. Aber ich muss schon sagen, ja, die Party war ein Flop. Aber sowas von Flop. Egal, ich hoffe, das spricht dir nicht rum. Egal, ich gehe nur noch auf andere Partys. Oder wenn ich mal irgendwann so eine richtig geile Hütte habe, so, weiß ich nicht, so 5000 Quadratmeter, ich übertreibe ein bisschen, dann wird's heavy, dann wird's echt heavy. Essen wirft man nicht weg. Merkwürdig Hausen ist das unter Strafe verboten, weil Sims gutes Essen weggeworfen hat. Okay, das ist mir egal. Wer braucht das schon? Zeitung, wo ist Bella? Okay. Ich sollte mal die Logik verbessern, damit ich in der Arbeit befördert werde. Aber die Logik kann ich wahrscheinlich in der Bücherei verbessern, oder? Recyceln? Nein, nicht hier hingehen, Mann. Recyceln und recyceln. Das machen wir jetzt. Was ist das denn da? Ich habe keine Ahnung. Hey, die Pizza ist da. Servieren, das machen wir. Ich hoffe, morgen früh ist die noch gut. Dann essen wir zum Frühstück eine Pizza. Eine Pizza. Das ist ein sehr gesundes Frühstück. Jetzt spulen wir vierfache Geschwindigkeit. Und die heutige Folge geht schon... Ich weiß nicht, wie lange die schon geht. Schätzungsweise 10 Minuten. Aber ich werde die Folge ein bisschen länger machen. Und ich glaube, ich werde das mal rausschneiden, wie Sherlock schläft. Also bis gleich. Und damit willkommen zurück. Ja, und der Sherlock scheint ausgeschlafen zu sein, aber seine Stimmung ist unbehaglich. Ja, Digga, ist die Pizza, die draußen steht, Mann. Hier, servieren. Okay, die Laune. Oh je, Mini. Dann sollst du vielleicht mal duschen gehen. Und dann in die erste Etage, bisschen fern gucken, ja. Fernschalten. Einschalten, okay. Ja, und dann auch schauen, ne? Trainieren, Lautstärke verändern, Fernsehen. Das machst du dann. Und jetzt wirst du als erstes die Pizza essen. So. Alter, die sieht verschimmelt aus. Qualität schlecht. Ein Stück nehmen. Ein Stück nehmen. Ein Stück nehmen. Ein Stück nehmen. Solange es leer ist. Harndrang. Oh je, Mini. Übelkeit. Oh. Du sollst vielleicht mal aufs Klo gehen. Ich wusste doch, dass die Pizza schlecht ist. Benutzen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was Sherlock an einem Samstagnachmittag gleich macht, schaltet in der nächsten Folge rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.